Mit dem Projekt Hafen Scouts bietet die Hamburger Hafen- und Logistik AG, HHLA, Grundschülern der 4. Klasse die Möglichkeit, den Hafen hautnah zu erleben. Initiiert wurde das Projekt 2015, zusammen mit dem Hafenmuseum und dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Wo kommt die Jeans her? Wie lange dauert eine Schiffsreise? Und wie viele Bananen passen in einen Container? Fragen wie diese werden im Hafenmuseum anhand von Exponaten anschaulich beantwortet. Die Schüler erkunden einen von der HHLA umgebauten Container. Dort entdecken sie die vielen Güter und deren langen Weg über den Ozean. Die kleinen Entdecker lernen etwas über die historische Entwicklung des Hafens und wie sich der Arbeitsalltag verändert hat. Spielerische Wissenstests und spannende Geschichten, erzählt von Pädagogen und Hafenguides, machen den Ausflug zum Erlebnis. Immer ein Highlight ist die abschließende Fahrt über den hochautomatisierten HHLA-Container-Terminal Altenwerder. Hier bestaunen die Grundschüler vor allem die großen Schiffe an der Kaimauer und die automatischen Transportfahrzeuge, die die Container über das Gelände fahren. In den letzten 5 Jahren waren bereits über 6.500 Hafenentdecker unterwegs. Wer begleitet uns bei der nächsten Tour durch den Hamburger Hafen?